ja der Kindelsbergpfad, ist ja darauf abgewählt. Hi, da sind wir wieder. Wir sind Alisa und Marina von Bewandert und heute nehmen wir euch mit auf den Kultberg im Siegerland. Und zwar gehen wir auf den Kindelsberg und den kennt ihr alle, denn der ist auf jeder Krombacher Flasche im Logo zu sehen. Auf geht's! Heute sind wir übrigens auf dem gut 13 Kilometer langen Kindelsbergpfad unterwegs und der hat die perfekte Länge für eine schöne Tagestour. Außerdem hält er wunderbare Weitsichten bereit, tolle Wasserstellen und eine Menge Waldhütten. Oh, ja! Yay. Ist ja der Kindelsbergpfad ist ja darauf abgebildet. Das ist ja der Pfad. Hier die beiden Bäume, da sind wir ja gerade durch. Siehst du die Tanne? Und die kennen wir doch noch von gerade. Vor dem Kindelsbergturm und dann kannst du hier auf der Terrasse ein frisch gezapftes Krombacher trinken und die Aussicht genießen. Wir haben Picknick im Gepäck und wir nehmen euch jetzt mit. Probier, hast du es gehört? Cheers. Wow, was eine Traumtour und zum Ende hin erwartet euch noch ein ganz besonderes Highlight. Wir stehen jetzt hier vor dem Naturfreibad in Zitzenbach. Der Eintritt ist sogar kostenlos. Das ruft doch nach einer Abkühlung an heißen Tagen. Und im nächsten Vlog stellen wir euch eine zweitägige Tour vor und wir werden in der Nacht in einer Hängematte übernachten. Also schaltet unbedingt wieder ein.